das ist mit dem Kopf reinkommen. Was kein Halsband bietet. Das ist auch. Das ist Edelstahl. Edelstahl, ja. Ja. Also kann auch so eine Leiter hochgehen. Ein Teil vom Zug. Es ist einfach von perfekter Qualität. Location gewechselt. Und zwar hat der Bert uns zu einer Brücke, alten Holzbrücke gebracht, an einem schönen Fluss, den die Checkerin jetzt hier gerade schon ausgiebig wieder genossen hat. Und wir haben jetzt mein absolutes Lieblingsgeschirr, und zwar das Support-Geschirr. Und das ist das Geschirr, was ich ja immer empfehle, weil es eben zu dem Hoverwart, der ein sehr langer Hund ist, eigentlich perfekt passt. Das Support-Geschirr, eigentlich war das ursprünglichste Gedanke, ich hatte einen alten Hund und der hatte Probleme bei Treppenlaufen. Da habe ich eins gemacht mit zwei Gurten, damit ich dem Hund helfen kann. Und dann, wenn man zum Beispiel Treppen läuft mit dem alten Hund, hat man das Geschirr so in der Hand, der Hund am Bein, und hat man ein Stützgeschirr. Das ist so der eine Zweck, aber mittlerweile brauchen wir das auch zum Beispiel für Angsthunde, damit sie nicht mehr aus dem Geschirr rauskommen. Ist dann immer wichtig, man nimmt den hinteren Ring, weil der Gurt, der Hintergurt ist eigentlich nach den Rippen. Und wenn ein Hund aus dem Geschirr rausschlüpfen will, geht der rückwärts. Und da der Gurt ja enger ist als der Brustkasten, stoppt das und der Hund kommt nicht mehr raus. Also ist auch ein Sicherheitsgeschirr. Man kann es zum Beispiel auch brauchen, wenn man jetzt mit der Schleppleine unterwegs ist oder wenn man kein Trailgeschirr hat, macht man es nur so, man verdreht die Gurte. Also man legt über Kreuz. Ja. Ja, über Kreuz. Braucht den hinteren Ring und da geht der Zug besser auf das Brustbein, als wenn die Gurte gerade sind. Weil das empfehle ich immer, also ich nenne es ja immer das Allrounder-Geschirr oder das sportliche Geschirr, weil es eigentlich auch für den sportlichen Bereich einfach perfekt ist. Ne? Auch gerade für Leute, die mal mit dem Trailen anfangen oder reinschnuppern wollen, ist das eigentlich ideal und brauchen nicht erstmal ein teures Trailgeschirr zu kaufen. Ne? Das ist so. Man hat wirklich ein Geschirr für alles. Wir hatten vorhin in dem ersten Video hatten wir vergessen, auf die Gurte einzugehen, und zwar die Verstellung. Ah ja. Da wollte ich dich dran erinnern. Einer steht dran. Es ist immer wichtig, wenn man die Gurten, Bauchgurten einstellt, dass die links und rechts dieselbe Länge haben. Und was ich immer mache, ich schiebe dann den Schieber, den Versteller ganz nach oben. So hat der Hund das harte Teil nicht auf den Rippen und die Enden klappe ich so um und dann geht der. Achso, du versteckst die dann. Die Schlaufe so runter. Man kann es einmal falten oder man kann es auch, wenn sie etwas zu lang sind, kann man es zweimal falten und das sind die guten Enden schon versteckt. Ja. Okay. Und für was man es auch noch brauchen kann, jetzt zum Beispiel in der Schweiz auch, wenn man in die Berge geht oder Sesselbahn geht, will man ja, dass der Hund gesichert ist. Das ist natürlich, weil es zwei Gurten hat, ist der Hund gesichert. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Sesselbahn bin und sicher sein will, dass mir der Hund nicht auf der Sesselbahn runterfällt, hänge ich die Leine dann so ein und nehme dann die Leine über den Kopf. Und wenn sie zu lang sind, mache ich es dann noch etwas kürzer. Und so kann ich den Hund dann auch halten auf der Sesselbahn. Du hattest vorhin ja noch was ganz, ganz Tolles gezeigt, weil wir gehen ja auch extrem viel wandern mit unseren Hunden. Und die Angst schwingt ja immer mit, dass der Hund sich verletzt und ich bin irgendwie noch 5 Kilometer vom Auto entfernt. Und so ein Ruby wiegt ja jetzt auch, nun auch mal die 102 Tonnen. Und da hast du was gezeigt, was ich überhaupt nicht kannte. Und das würde ich jetzt wirklich gerne mal, dass der Bert uns das zeigt, wie das funktioniert. Also ist eigentlich gedacht, ein Set, dass man den Hund tragen kann, aber es kann auch mal sein bei einer Wanderung, dass eine Leiter kommt und ich muss den Hund die Leiter hochtragen. Und dann ist es eigentlich einfach, ein Geschirr von uns, eine Leine mit zwei Karabiner und ein Ring, der ungefähr 50 cm vom Karabiner entfernt ist. Das heißt, der eine Karabiner geht dann an den vorderen Ring
den zweiten Karabiner gehe ich dann zu dem Ring, wo der ungefähr 50 cm hat, und hänge es dann hier hinten ein. Okay, also hast du so eine Handtaschenschlaufe jetzt hier? Eine Handtaschenschlaufe. Und die Schlaufe ist genügend groß, dass ich mit dem Kopf reinkomme. Und gestanden, so, kann ich den Hund hochnehmen und kann auch so eine Leiter hochgehen. Ein Teil vom Zug habe ich hier, ein Teil vom Zug hier und kann eigentlich praktisch laufen. Natürlich nicht kilometerweise, wird es dann etwas anstrengend. Aber die Leiter hoch oder zumindest den Hund schnell ans Auto zu bringen, ne, wenn er nicht mehr laufen kann. Ne? Ja, richtig. Super. Wir haben noch was vergessen, und zwar Grossenbrei-Geschirr zeichnet sich ja durch eine extrem hohe Qualität und Langlebigkeit aus. Ne? Mhm. Also unsere Eile hat, das erste Geschirr ist 6 Jahre alt und ja, es ist ein bisschen verblasst, aber sie geht auch nicht sehr zimperlich damit um. Wir ehrlich gesagt auch nicht, ne? Weil es ist ein Alltagsgegenstand und es ist einfach von perfekter Qualität. Aber worauf wir hinaus wollten, weil der Hoverwart ja ein sehr kräftiger Hund ist, der auch wirklich auch schon mal gerne an der Leine zieht, was ich gehört habe. Ne? Zu den Steckverschlüssen wollten wir eigentlich noch was sagen. Ja, wichtig ist, wir nehmen eigentlich das Stärkste, was auf dem Markt ist. Also unsere, zum Beispiel die 25 mm Schließe, hat 130 Kilo Reißkraft und die ist aus POM und das ist extrem reißstark und auch vor allem auch bei kaltem Wetter. Und was man sieht, die Schnalle ist recht dick und recht dickwandig und die hält wirklich dann alles aus, da kann man drücken und so, da passiert nichts. Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern, die nehmen dann möglichst billige Schnallen, Polypropylen-Schnallen. Bei den Polypropylen, da drückt man einmal drauf und dann ist sie kaputt. Und da spart man wirklich am falschen Ort. Ja. Ich würde ganz gerne nochmal zu den Ringen kommen. Das ist Edelstahl. Edelstahl, ja. Ja, ja, also, ja. Also nicht rostend. Ne? Ja, ja. Apropos rostend, was ich meinen Kunden immer gerne sage, wenn die zum Beispiel, gut, ihr Schweizer habt jetzt nicht das Problem hier, obwohl wir am Wasser sind, aber wir zum Beispiel, wenn wir nach Holland ans Meer fahren, an die See fahren, Salzwasser, und Salz macht alles kaputt. Irgendwann geht alles kaputt. Und ich empfehle dann eigentlich immer abends nach dem Schwimmen, wenn der Hund aus dem Meer kommt, das Geschirr einmal mit klarem Wasser komplett auszuspülen und dann zum Trocknen aufhängen. Und da sind wir beim nächsten, Trocknen. Die Geschirre trocknen unwahrscheinlich schnell. Die sind recht gut. Und also zum Waschen ist ja auch kein Problem. Waschmaschine, eine Tüte. Guter Punkt, ja. 40 Grad und da kann man sie auch waschen, die Maschine. Ja. Und wir haben in der Vergangenheit ja sehr, sehr viele unserer Kühlwesten verkauft. Und der Bert sagte, für die Leute, die keine Kühlweste wollen oder wie, gibt es eigentlich noch einen ganz tollen Trick. Achtung, nicht beim überhitzten Hund benutzen, sondern wenn der Spaziergang oder Wanderung losgeht. Dann kann man das Geschirr nass machen, ins Wasser mit dem ein wenig aushängen, dass es feucht ist. Und durch die Feuchtigkeit wird der Hund dann runtergekühlt. Man kann auch während der Wanderung noch zusätzlich Wasser drauf geben und so hat man auch eine Kühlung im Geschirr. Eine direkte Kühlung. Ja, ja, ja. Ah, genau. Was kein Halsband bietet. Das ist wahr. Okay. Beat, vielen, vielen Dank, Alex, dass wir kommen durften. Besten Dank. Ich hoffe, wir wiederholen das. Sehr gerne. Auch wieder bis um 1:30 morgens. Noch fast lebendig. Okay. So, tschüss.